Ja, guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe und für diesen Wahlkampf letzten Ausgabe mit Kandidaten für den Bundestag, Politikern, prominenten Politikern und Politikerinnen zu maßgeblichen großen Themen des Wahlkampfs. Unser Beitrag sollte sein, dass wir die Themen, die herausstechen, jeweils mit einem Kandidaten, einer Kandidatin diskutieren und dazu jeweils auch einen prominenten, kundigen Experten, Ökonomen, Ökonomin einladen, um das fachlich zu diskutieren. Wir haben bislang in der Reihe seit Mitte August unter anderem Norbert Walter Borjans dabei gehabt zum Thema Vermögensteuer. Wir hatten Karin Ley von der Linkspartei zur Mietbremse, Mietendeckel gehabt. Wir haben Anja Heiduck von den Grünen dabei gehabt und dann hatten wir noch Christian Dürr zum Thema Steuersenkungen der FDP. Wir haben jetzt gerade, wir warten gerade auf den unseren heutigen Gast noch, der jeden Moment sich dazuschalten wird und freuen uns aber, dass wir Henning Vöpel gewonnen haben als Kommentator. Unser Gast, Politiker, ist heute Thomas Heilmann von der CDU. Und das Thema, was wir ausgewählt haben und was sein Thema auch ist, ist das, was im Wahlkampf der CDU eine maßgebliche Rolle gespielt hat, die Modernisierung des Staates. Und da wollten wir ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr über die ökonomischen Hintergründe, Grundlagen diskutieren. Und Henning Vöpel ist dafür prädestiniert, weil er sich mit dem Thema auch sehr intensiv beschäftigt hat und unter anderem auch ich bin mir nicht ganz sicher, wann es genau erschienen ist, kann ich nochmal helfen, ein Buch geschrieben haben zum Thema Disruption, wie wir damit umgehen, wie wir mit den ganzen Herausforderungen umgehen. Und da geht es halt auch um die Rolle des Staates und wie man da eine moderne Verwaltung hinbekommt. Wir warten jetzt gerade noch auf Thomas Heilmann, vielleicht der frühen Stunde geschuldet. Und ich hoffe, dass da jetzt gleich was kommt. Vielleicht können Sie, Herr Vöpel, einfach schon mal kurz so Ihre Perspektive einbringen, was sozusagen Ihr Punkt ist. Und sozusagen, dann haben wir so ein kleines Warm-up zu dem, was Thomas Heilmann dann beitragen will. Ja, mache ich gerne. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung, Herr Fricke. Und Sie haben das Buch Disruption erwähnt. Die Idee zu diesem Buch war, dass das, was wir an oberflächlichen Phänomenen gerade erleben in der Politik, in der Gesellschaft, tiefer liegende Ursachen hat. Also das, was wir oberflächlich beobachten, hat sehr damit zu tun, dass wir darunter liegend tektonische Verschiebungen haben. Und deshalb war der Ansatz dieses Buches zu sagen, wir können uns zwar jetzt sehr aufgeregt um diese Phänomene kümmern, aber wir müssen uns auch um neue Ordnungen Gedanken machen. Wir haben geopolitische Verschiebungen, wir haben technologische Neuerungen, Revolutionen, wir haben den Klimawandel. Und das bedeutet am Ende auch, um zu dem Thema des heutigen Tages zu kommen, dass der Staat eine andere Rolle einnimmt. Und das wollte ich jetzt eigentlich als Replik auf Herrn Heilmann zum Besten geben, aber vielleicht fange ich einfach mal an. Ich sehe im Wesentlichen drei große Gründe, warum wir eine neue Rolle des Staates erwarten dürfen. Der erste Grund ist, dass wir einfach häufiger Marktversagen haben. Also wir haben externe Effekte, der Klimawandel, um es jetzt ganz einfach zu sagen. Wir haben sehr viel mehr öffentliche kollektive Güter und zum Dritten haben wir eben auch natürliche Monopole. Nehmen Sie Amazon, Facebook und so weiter. Digitale Märkte haben die Tendenz, sich zu monopolisieren. Und also die Gründe von Marktversagen oder die Fälle von Marktversagen nehmen zu. Und das ist ein Punkt, warum ich glaube, dass wir eine andere Form der Regulierung brauchen. Ich glaube, dass Wirtschaft in Zukunft öffentlicher wird, kollektivistischer vielleicht auch. Also wir handeln natürlich immer private Nutzen über Märkte, über private Märkte. Das wird auch weiterhin den größten Teil natürlich einnehmen. Aber ich glaube, dass insgesamt Wirtschaft öffentlicher wird, weil wir eben häufiger Fälle von Marktversagen haben. Der zweite Punkt ist, wir erleben ein viel größeres Ausmaß an Vernetzung. Das heißt,
Das sehen wir in der Wirtschaft, die Silos brechen auf und spiegelbildlich in der Verwaltung, in der Politik reicht es nicht mehr in Ressorts, in klassischen Ressorts zu denken, sondern wir brauchen stärker kooperative Strukturen über Ressorts hinweg. Das heißt, der zweite Punkt ist, Vernetzung müssen wir beantworten mit ganzheitlicher Befassung mit diesen Themen, ganzheitlicher Verwaltung. Und das erfordert eben auch, ja, wie soll ich sagen, eine andere Prägung, nicht? Also Verwaltung ist eben ausgerichtet auf ganz bestimmte Ziele. Das Ausmaß der Vernetzung bedeutet aber, wir müssen die Zusammenhänge, die komplexer werdenden Zusammenhänge, erkennen. Und das bedeutet eben auch eine Veränderung des Verwaltungs- und des politischen Handelns. Dritter Punkt. Wir werden in eine Zeit gehen, in der wir häufiger Krisen erleben werden. Das Ausmaß, das Maß an Unsicherheit wird zunehmen. Das heißt, wir brauchen in den öffentlichen Verwaltungen, in der Politik nicht nur die Maßgabe, dass wir immer gleiche Prozesse wiederholt, zuverlässig, fehlerlos nach Möglichkeit abwickeln, sondern wir brauchen unter plötzlich veränderten Umständen deutlich resilientere, handlungsfähige Verwaltungsstrukturen, die in der Lage sind, mit hoher Agilität auf Krisen, die wir ex ante gar nicht kennen, wie in der Pandemie ja gesehen, müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen ein höheres Maß an Handlungsfähigkeit erzeugen. Das sind aus meiner Sicht die drei großen Punkte, warum ich glaube, dass wir über ein neues Staatsverständnis sprechen müssen. Ich will nicht so weit gehen wie Mariana Mazzucato, die ja vom unternehmerischen Staat spricht. Ich bin eher bei Darren Acemoglu, der ja betont, dass in solchen großen tektonischen Übergängen wir eine hohe Komplementarität zwischen Staat und Markt haben. Also ich sage immer, der Staat kann gut lenken, aber er ist langsam und der Markt kann nicht gut lenken. Also er ist gewohnt, unter relativ konstanten Bedingungen sozusagen effizient die Prozesse zu steuern, auch Innovationen natürlich voranzubringen. Der Staat, der Markt kann also nicht so gut steuern, aber er ist schnell im Unterschied zum Staat. Und deshalb gibt es diese komplementäre Beziehung zwischen Markt und Staat. Und diese komplementäre Beziehung ist besonders wichtig in Phasen der Transformation. Das ist ja auch das, was Acemoglu gesagt hat, directed. Herr Vöppel, wir haben jetzt, wir können... So, da an dieser Stelle will ich es vielleicht erstmal bewenden lassen. Ja, sehr schön. Ja, Thomas Heilmann ist dazu gekommen. Sie haben den Weg gefunden. Sehr schön. Wir haben das jetzt sozusagen ein klein wenig umgedreht. Herr Vöppel hat schon mal ein kleines Warm-up gemacht zum Thema. Sie haben jetzt, glaube ich, ein paar Sätze ja noch mitbekommen, aber... Sie sind natürlich jetzt als unser Hauptgast, unser Gast in der Reihe der Vorstellungen, beziehungsweise nicht Vorstellungen, sondern wo wir mit Kandidaten für den Bundestag, Kandidatinnen über maßgebliche Themen sprechen wollen und das kurz und knapp und mit jeweils einem Experten, einer Expertin, in diesem Fall Henning Vöppel, diskutieren. Vielen Dank, dass Sie dabei sind zu frühmorgendlicher Stunde, Thomas Heilmann. Sie sind, glaube ich, weit bekannt, haben viel mit Startups zu tun gehabt, haben da viele Dinge geleistet, sind Senator in Berlin gewesen für Justiz und Verbraucherschutz und seit 2017 im Bundestag vertreten und haben da vor allen Dingen sich einen Namen auch gemacht mit einer Initiative und einem Buch namens Neustart, das sich mit dem Thema beschäftigt, sondern wie die Verwaltung, der Staat besser organisiert werden könnte. Und das ist ja eines der Themen, die auch für die CDU im Bundestagswahlkampf jetzt ganz vorne steht, die Modernisierung, das Modernisierungsjahrzehnt in gewisser Weise. Deshalb sind Sie für uns ein großartiger Gast, um uns da ein bisschen Einblicke zu geben, was Ihre Position da ist, was sind die Dinge, die hinter diesen magischen Worten der Modernisierung praktisch stehen, was kann man da praktisch machen, was würden Sie machen, wie lässt sich das auch ökonomisch, fachlich begründen, und dann würden wir danach in eine Diskussion einsteigen. Ich habe bei Henning Vöppel eben nicht aufgrund des schnellen Einstiegs nicht dazu gesagt. Henning Vöppel ist viele Jahre Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, HWWI, gewesen.
im Moment im Übergang und wird ab Oktober Direktor des Zentrums für europäische Politik in Berlin sein. Bitte, Herr Heimann. Ja, vielen Dank, Herr Fricke, für die Einladung. Das ist schon mein zweiter Wahlkampftermin und ich habe dann genau um 9 Uhr festgestellt, dass ich die Einwahldaten noch nicht hatte. Die sind wohl heute Morgen gekommen und die Server des Deutschen Bundestages, da sind wir bei Herrn Völkel, sind, sagen wir mal, sehr langsam. Und ich bin jetzt im Bundestag und habe dann gebraucht, dann habe ich Sie angerufen, da waren Sie wahrscheinlich schon in der Sendung, Sie werden das auf meiner Mailbox-Nachricht hin. Also das nur kurze Erklärung. Ich habe das, was ich von Herrn Vöbel mitbekommen habe, kann ich nur sagen, dem stimme ich ausgesprochen zu. Nämlich, der Staat ist nicht vorbereitet auf die Herausforderungen, die jetzt kommen. Er macht schon das, was er heute machen muss, nur leidlich gut. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt in der Corona-Krise alles schlecht war. Im Gegenteil, wenn wir es mit Nachbarländern vergleichen, sind wir in vielen Dimensionen besser durch die Krise gekommen im Ergebnis. Aber natürlich ist es so, dass es da eine Menge Defizite gab. Wenn man sich jetzt anschaut, vor welchen Herausforderungen, namentlich dem Klimawandel, wir insgesamt noch stehen, dann habe ich große Sorgen, dass wir das Tempo, das der öffentliche Sektor braucht, er in keinem Fall leisten kann unter die gegebenen Rahmenbedingungen. Deswegen müssen wir die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Sektor ändern. Diese Überzeugung habe ich ehrlich gesagt gewonnen als Justizsenator. Ich war 5 Jahre in Berlin für die Justiz verantwortlich und ich habe da einiges verändern können, das ist die positive Seite, aber ich habe vor allen Dingen einiges auch nicht verändern können, obwohl ich es unbedingt verändern wollte. Also es fehlte weder an der Erkenntnis, noch fehlte es am Willen. Es fehlte aber an der Möglichkeit. Und da war nicht Geld das Problem, sondern Entscheidungsstrukturen waren das Problem. Und Entscheidungskomplexitäten, gegen die Sie nicht ankommen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel, damit Sie es so abstrakt ist, kurz erläutern. Nicht nur die Gesundheitsämter haben lustig miteinander gefaxt, sondern Polizei, Staatsanwaltschaften, auch die Polizeien untereinander und die Strafgerichte faxen sich lustig gegenseitig. Mit allen Verzögerungen, Nachteilen und Schwächen, die damit verbunden sind. Wenn Sie jetzt eine einheitliche Datenverwaltungssprache schaffen wollen, dann brauchen Sie dafür alle 16 Justizministerien. Sie brauchen alle 16 Bundesländer und den Bund. Kommunen sind dabei, in dem Fall spielen aber weniger eine Rolle. Die tagen überhaupt nicht zusammen. Außerdem müssten Sie alles einstimmig entscheiden. Und entscheiden Sie mal über technische Fragen in einem agilen System, denn so müsste man es ja machen, mit 33-0. Das kann ich völlig vergessen. Ja, das findet einfach gar nicht statt. Und deswegen gibt es nicht mal den Spur einer Standardisierung, wie sollen eigentlich jetzt mal in der Strafverfolgung, wie sollen eigentlich diese Dinge dokumentiert werden, was die Strafverfolgungsbehörden da machen und wie sollen sie ausgewertet werden? Im AMRI-Untersuchungsausschuss, im NSU-Untersuchungsausschuss steht überall ausführlich und völlig einvernehmlich zwischen den Parteien drin, dass der Informationsfluss zwischen den Sicherheitsbehörden nicht gut genug war. Und dass das einer der Gründe war, warum wir jahrelang rechtsradikale Terroristen haben morden lassen können, ohne dass wir sie entdeckt haben. Naja, die Erkenntnis, dass das nicht gut genug ist, da. Es ist nur niemand in der Lage, es zu ändern. Und zwar systematisch nicht. Und da ist auch der einzelne Beamte, die einzelne Beamtin in irgendeiner Behörde völlig überfordert zu sagen, das System ist so, wie es ist. Ich kann nur mit den Arbeitsmitteln arbeiten, die ich habe. Und das ist jetzt sozusagen mein persönlicher Anfangspunkt dieser Geschichte gewesen. Er ist wahrscheinlich nicht der allerwichtigste, aber er ist schon ein wichtiger. Dasselbe beim Thema Energieversorgung. Dasselbe haben wir beim Thema, wir wissen ja eigentlich nicht ganz genau, wie viele Leute eigentlich geimpft sind. Es gibt ja die Spekulation, dass 3 Millionen Menschen mehr geimpft sind, als wir glauben. Das liegt daran, dass wir kein IT-System haben, das das mit einem Dashboard klar monitoren kann. Gibt es nicht. Und ist auch nicht so trivial einzuführen. Und das macht Verwaltungsabläufe nicht gut genug und es macht auch
die lässt politische Entscheidungen fällen ohne eine ausreichende Datenlage und Analyse. Ich meine, am Ende des Tages hat die gesamte westliche Welt, hier gibt es natürlich auch kein einheitliches IT-System, ja von Fehlannahmen sich leiten lassen bei der Rückzug aus Afghanistan. Da sieht man in einer dramatischen Weise, dass eine Fehleinschätzung eben nicht egal ist. Und man das Problem hätte mit Digitalisierung lösen können, weiß ich jetzt auch nicht. Das will ich damit gar nicht behaupten. Aber ich will einfach nur sagen, dass Fehlentscheidungen auf falschen Lageeinschätzungen ein richtig großes Problem ist. Und wir haben natürlich auch in der Corona-Krise gesehen, dass wir oft auf Basen entscheiden mussten, weil es ja eilig war, bei der wir sagen, wir wüssten es eigentlich gerne genauer. Wir wüssten die Lage gerne, wie ist es jetzt eigentlich genau in den Schulen, das wüssten wir gerne genauer. Und ich wollte das so nicht hinnehmen und die Kollegen, mit denen ich im Neustart-Projekt zusammengearbeitet habe, genauso wenig. Und dann haben wir uns aufgemacht und haben gesagt, wir analysieren mal, woran liegt es eigentlich. Wir nennen das die Komplexitätsfalle, in der wir sitzen. Und wie könnten wir sie eigentlich aufheben? Dann haben wir dieses Buch geschrieben, das Sie erwähnt haben. Dann haben wir eine innerparteiliche Diskussion angefangen, weil meine feste Überzeugung ist, jede größere Veränderung in der Demokratie braucht ein Trägerschiff. Eine Gruppe muss mal anfangen. Das hat die CDU gemacht. Die CDU ist die einzige Partei, die jetzt im Wahlprogramm ein eigenes Kapitel für das Thema Verwaltungsmodernisierung verfasst hat. Und wir wollen unseren Staat, auch unseren Föderalismus modernisieren. Wir wollen ihn nicht abschaffen, wir wollen auch nicht, dass der Bund alles zentral macht, das halten wir auch nicht für richtig, aber wir müssen die Frage, wie der Staat arbeitet, unter ganz grundsätzlich neu sortieren. Und das ist ja schon mal erstmal ein Entscheidungsschritt. Und die Tatsache, dass Frau Baerbock auch Dinge aus meinem Buch in ihr Buch übernommen hat, worüber ich ausdrücklich froh bin, weil mir geht es darum, dass wir Mehrheiten für diesen Veränderungsprozess schreiben, und dann ist das ja schon mal ein Anfang, zeigt ja, dass das auch außerhalb des Unionsspektrums und wie man auch an den Äußerungen von Herrn Vöpel sieht, der jetzt auch nicht Mitglied der CDU-Wahlkampfkommission war oder so, dass das einen breiteren Resonanzboden hat, und das braucht es auch, weil für so eine Veränderung braucht man Rückhalt und Leute, die mitmachen. Ich höre Sie nicht, Sie sind gemutet. Können Sie vielleicht noch ein bisschen ein Beispiel nennen? Sie haben ja eben gesagt, in Berlin ist Ihnen das nicht gelungen, was sozusagen vielleicht die Erkenntnis seitdem war, wie man es dann doch hinbekommt. Was ist das Grundproblem? Ist das ein Föderalismusproblem? Ist das ein Problem, wo in vielen Jahren komplexe Gesetzgebungen entstanden sind, die dann zu heutigen Problemen nicht mehr passen? Was ist so analytisch der Kern dahinter, wo man ansetzen müsste? Es ist eine Vermischung von mehreren Dingen. Erstens, wir handeln ja 4,7 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst. Und schon die Frage, wie wir die aussuchen, wie wir die befördern, wie wir die rotieren lassen, also dass die mal die Sichtweise von anderen Stellen mitbekommen. Bei der Frage, nur Juristen haben es ganz einfach, in den höheren Dienst zu kommen, bei allen anderen ist das schwieriger. Das ist alles Unsinn, das müssen wir alles aufheben, weil am Ende des Tages machen das Menschen, und wenn wir die nicht mitnehmen, dann und die nicht befähigen, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass wir Entscheidungsvorgehen richten sich nach dem allgemeinen und besonderen Verwaltungsrecht, das seine Ursprünge im 19. Jahrhundert hat und überhaupt nicht mehr für die heutige Zeit gemacht ist. Drittens, wir haben also unser ganzes Handeln ist zentriert um Einzelzuständigkeiten. Was ich damit sagen will, ist, das Recht sieht das auch so vor. Das ist jetzt nicht eine Marotte von irgendjemandem im öffentlichen Dienst, sondern die erste Frage ist, bin ich zuständig oder bin ich nicht zuständig? Bin ich nicht zuständig, lasse ich die Finger von dem Thema. Obwohl ich vielleicht eine sehr gute Lösung habe, vielleicht habe ich auch Ressourcen dafür, aber ich bin halt nicht zuständig.
Das wird aber übrigens auch in der Politik ständig, das ist auch so ein, also wenn man sich zu etwas äußert, wozu man nicht zuständig ist, dann ist man in der Politik gleich verdächtig. Das ist nur mal so nebenbei, da hat sich das weiter dargestellt. Oder man ist zuständig, dann verteidigt man diese Partikularzuständigkeit. Man ist nämlich in der Regel nie für das gesamte Problem zuständig, sondern man ist immer nur für Teilaspekte des Problems zuständig. Umso größer und wichtiger die Fragen sind, umso mehr Teilaspekte haben sie. Sie sind eben nur der Datenschutzbeauftragte und dann sind sie aber auch nur für die Frage zuständig, ob sie Datenschutz. Meinst du, was sie für Diskussionen über die Frage der Corona-Warn-App mit dem Datenschutzbeauftragten haben? Der ist ja alles andere als doof, der hat das schon verstanden, aber er hat gesagt, meine Aufgabe ist, dass das Gesetz beachtet wird oder die Datenschutzgesetze beachtet werden. Das ist eine korrekte Beschreibung seiner Aufgabe und seine Interpretation der Datenschutzregeln war aus meiner Sicht richtig. Nicht falsch, war richtig. War trotzdem hinderlich in der Corona-Pandemie. Er hat gesagt, er müsste das Gesetz ändern. Dann könnte er das gerne machen. Und es ist ja bekanntermaßen Datenschutzgrundverordnung auch alles europäisch, als nicht so trivial. Und so ist es ja auch, wenn Sie jetzt sagen, Sie genehmigen einen neuen Betrieb, dann haben Sie da lauter Einzelzuständigkeiten. Also jetzt in Berlin ist es ein ernsthaftes Problem, dass Ihnen das Grünflächenamt sagt, Sie dürfen den Baum nicht fällen vor Ihrem Haus. Die Feuerwehr aber sagt, wenn Sie das Dach da ausbauen wollen, dann brauche ich einen Anleiterweg, dann muss der Baum weg. Kriegen Sie zwei widersprüchliche Aussagen. Aber was ist denn Investor und das Ergebnis ist, es passiert gar nicht. Sie kriegen auch keinen ablehnenden Baubescheid, sondern Sie kriegen einfach nur von der Feuerwehr gesagt, also das Ding muss weg und die Grünflächenamt sagt, eine Fellgenehmigung kriegen Sie nicht. Also können Sie gerne beantragen, kriegen Sie aber nicht. So, und jeweils nach Ihren Vorschriften korrekterweise. Aber wie kann man das lösen? Das ist ja irgendwie tatsächlich, kann man auch nachvollziehen, dass das irgendwann so entschieden worden ist, dass das auch guten Willens so entschieden worden ist. Solche Kompetenzzuordnungen, was ist denn dann jetzt die Lösung? Wie kann man denn solche Dinge auflösen? Es gibt noch ein fünftes Problem, wenn ich das noch kurz sagen darf, bevor ich zum vierten komme. Und das fünfte Problem ist, dass wir uns nicht durchringen können, technisch zu standardisieren. Wir haben 40.000 Fachverfahren in Deutschland. Das sind die Verfahren, mit denen die Verwaltung ihre Spezialanwendungen in der Software nutzen. Also da ist das die Wahlbenachrichtigungssoftware, die sozusagen einen einzigen Zweck hat, nämlich Wahlbenachrichtigungen aufzubrechen. Aber die ist natürlich auf viele andere Daten und so weiter angewiesen. Und die sind alle nicht standardisiert. Und das macht einen enormen Schulungsaufwand. Es gibt kein Release-Management. Und dazu müssen wir uns einfach mal zu Grundsätzen der Datenverarbeitung, ja, und die müssen allerdings bundeseinheitlich gelten und für jede Kommune. Das wird ein irrsinniges Problem, weil wenn Sie da jetzt irgendwelche Standards definieren, dann wird es einzelne kleine Kommunen geben, die für ihre Verhältnisse wahnsinnig viel Geld, 2,5 Millionen Euro ausgegeben haben, um ein IT-System zu kaufen, das jetzt leider dem Standard nicht entspricht und sagt, also das müssen wir jetzt aber mindestens 15 Jahre nutzen, sonst lohnt sich die Investition nicht. Und deswegen wehren die sich gegen die Standardisierung. Im Unternehmen ist das dann so, dann kriegen sie das einfach, dann wird das abgeschrieben und die Zentrale gibt ihnen die Abschreibung, sagen, es ist aus übergeordneten Gründen, es abzuschreiben, wird abgeschrieben, fertig, wird neu gekauft. So, das geht im deutschen System ja nicht. Der Bund könnte jetzt gar nicht sagen, wir standardisieren und Gemeinde so und so, du kriegst 2,5 Millionen Euro, weil das für dich nachteilig ist, dieser Standard. Das dürfte der Bund gar nicht bezahlen. Gäbe gar keinen Weg dahin. Also Sie sehen, der spielt auch eine Riesenrolle. So, die Lösung, um auf Ihre Nachfrage zu reagieren, ist erstens, wir digitalisieren und machen die Fragen transparent und zweitens, wir schaffen Auflösungsgremien. Also auch bei Corona war es ja so, dass es die Ministerpräsidentenkonferenz es de facto entschieden hat. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht nur nicht im Grundgesetz, die gibt es auch in gar keinem Gesetz. Die ist einfach juristisch non-existent. Wir müssen Entscheidungsgremien dafür definieren. Wenn Sie das SORMAS-Drama sich angucken, also SORMAS ist die Software, mit der die Gesundheitsämter zukünftig arbeiten sollen. Es hat maximalen politischen Druck und maximale politische Einigkeit gegeben, dass SORMAS genutzt werden soll. Also ich war eher etwas skeptisch, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Es wird aber in 50% der Gesundheitsämter auch 1,5 Jahre nach der Pandemie immer noch nicht genutzt. Aus irgendwie sehr rationalen Gründen. Das liegt daran, dass daran beteiligt ist das Helmholtz-Institut. Das ist wissenschaftlich unabhängig. Die schreiben den Code. Nutznießer ist das RKI, haben sich gar nichts zu sagen. Koordinatoren sind die CIO der Länder und tatsächlich die Nutzer sind ja, weil die Anwender, die es einführen, sind die Kommunen in ihren Gesundheitsämtern.
Und ich habe diesen E-Mail-Wechsel, bei dem die wechselseitig sich schreiben, warum der jeweils andere bitte was anderes machen soll. Und es gibt kein Auflösungsgremium. Und es sind nämlich hochtechnische Vorgänge, um die es da geht, die verstehen die meisten überhaupt nicht. Also wenn es auf die Staatssekretärebene geht, die stehen davor und sagen, ist das jetzt rechtsrum richtig oder linksrum, weiß ich doch nicht. Das ist eine Fachfrage. Und das ist dann immer nur auflösbar mit Einstimmigkeit aller Beteiligten. Das ist aber das Langsamste, was ich unbedingt. Das ist genau dasselbe Problem, das wir in Europa haben, wo wir ja auch über die Einstimmigkeit an bestimmten Stellen schlicht nicht weiterkommen. Also alle Migrationsfragen kriegen wir ja nicht hin, weil wir sie einstimmig lösen müssten. Und das, was wir da in Europa als Problem haben, haben wir eben auf nationaler Ebene auch. Es sind nur Bereiche, die die meisten Bürger nicht so unmittelbar sehen, aber die große Wirkung haben. Nochmal, Sie sind nicht zu hören? Aufgelöst heißt jetzt nicht, dass jemand aufgelöst wird, sondern dass das Problem aufgelöst wird. Ja? Genau. Ja. Okay. Herr Vöpel, wollen Sie ein paar Sätze dazu sagen? Scheint, ich glaube, die Grunddiagnose geht in eine sehr ähnliche Richtung. Sie haben vielleicht ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt, auch zum Thema Marktversagen und so weiter. Aber genau, ich kann gerne da nochmal anschließen. Ich hatte ja irgendwie am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob Herr Heilmann das alles mitbekommen hat. Also wir haben mehr Marktversagen, wir haben höheres Maß der Vernetzung, wir haben häufigere Krisen. So, das erfordert aus meiner Sicht ein grundsätzlich anderes Staatsverständnis in den kommenden Jahren, Jahrzehnten. Ich will aber nochmal auf das eingehen, was Herr Heilmann zum Schluss gesagt hat, was sich ja doch eher fokussierte auf Verwaltungshandeln. Komplexität haben Sie erwähnt, Herr Heilmann. Ich glaube, es kommt etwas Zweites dazu. Das sind die Geschwindigkeitsasymmetrien. Also wir haben eine Realität, die in vielen Fällen sich in einer Weise beschleunigt, was sozusagen verwaltungsmäßig nicht abbildbar ist. Und da brauchen wir, glaube ich, eine höhere, die Geschwindigkeitsunterschiede müssen reduziert werden. So, wie gelingt das? Ich glaube, das haben Sie angedeutet, wir haben gerade auch in der Corona-Pandemie auf Basis unvollständigen Wissens agiert, wichtige Entscheidungen getroffen. Die Datenlage war, das kann man, glaube ich, so sagen, eine Katastrophe. Herr Kelber, der Datenschutzbeauftragte, sagt immer, ich glaube ihm das auch, das lag nicht am Datenschutzrecht, sondern es hatte andere Gründe, manchmal auch technische Gründe. Aber ich glaube, insgesamt müssen wir bessere Entscheidungen auf einer valideren Grundlage treffen. Und das bedeutet, wir müssen uns um Datenmanagement in Deutschland und Europa, mehr in Deutschland als in Europa, große Gedanken machen. Das Zweite ist, Systeme sind nie darauf ausgerichtet, sich selbst zu verändern. Das heißt, die haben eine hohe Trägheit. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, sondern die Anreizsysteme sind so. Innerhalb eines Systems gibt es vordefinierte Prozesse und die Wiederholbarkeit ist ja auch schön. Das ist ja die Verlässlichkeit, dass gleiche Vorgänge zum gleichen Ergebnis führen, ist ja gewünscht. Nur die Umweltbedingungen verändern sich. Das heißt nicht, dass wir die gesamte Verwaltung verändern müssen, aber ich glaube, wir müssen an einer bestimmten Stelle der Verwaltung agiler, resilienter, responsiver werden. Und das hat mal, ich habe vergessen, wer mal so schön gesagt, es fehlt ein Layer zwischen der Politik und der Verwaltung. Verwaltung agiert nach Beamtenrecht. Das ist auch gut so, aber dazwischen fehlt eine Ebene, die für eine Form der Agilität und der organisatorischen Intelligenz sorgt und auch in der Lage ist, politische Verantwortung für Verwaltungshandeln zu tragen und zu übernehmen. Ich glaube, ein Teil der Lösung könnte darin liegen, dass man sich über diesen fehlenden Layer zwischen Politik und Umsetzung in der Verwaltung Gedanken macht. Vielleicht noch ein Wort zur Pandemie. Ich glaube, wenn wir mit einigem Abstand auf diese Pandemie gucken, werden wir sehen, dass wir einerseits in bestimmten Lebensbereichen zu wenig gemacht haben. Die Kosten der Krise waren unverhältnismäßig groß in den Schulen, in den Gesundheitsämtern. Das war nicht gut. Ich glaube dennoch, dass insgesamt das Krisenmanagement nicht schlecht war. Also wir haben erstmal mit
im Umgang mit dem Risiko eines oder der Unsicherheit eines unbekannten Phänomens gar nicht so schlecht agiert. Wir haben sozusagen erstmal das große Überlebensrisiko, waren wir in der Lage einzudämmen. Und gleichzeitig haben wir durch den Föderalismus auch ein gewisses Maß an Varianz erzeugt. Also wir haben unterschiedliche Antworten ausprobiert und uns angeguckt, was können wir daraus lernen. Ich glaube, Lernen wird lernende Organisationen zu schaffen, auch in der Verwaltung, ist natürlich ein Kulturwandel, aber der ist unbedingt notwendig, weil wir halt lernen müssen, uns mit diesen plötzlich veränderten Umweltbedingungen auseinanderzusetzen und eben mit Risiken umzugehen, Schutz zu gewährleisten, Infrastruktur resilienter, Versorgungsinfrastrukturen resilienter zu machen. Ich will vielleicht zum Schluss, weil ich das ganz interessant war, ich lese gerade das Buch von dem Joseph Henrich, dem Evolutionspsychologen aus Harvard, The Weirdest People, und darin beschreibt er ja, wie menschliche Gesellschaften sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Und er sagt, zwei Dinge sind entscheidend. Die Psychologie, also wie gucken wir auf Gesellschaft? Und das Zweite sind Institutionen. Wie gut sind wir in der Lage, kooperative Strukturen auch in Krisen und gerade in Krisen herzustellen, manchmal auch spontan, ad hoc? Und wie stark sind wir in der Lage, Gemeinwohlinteressen, wer immer die auch definiert, gegenüber Partikularinteressen zu schützen. Und das hat er als die beiden großen Themen ausgemacht in der kulturellen Evolution, so beschreibt er das, menschlicher Gesellschaften. Das finde ich interessant und ich glaube, an einem solchen Punkt sind wir. Wir müssen lernen, mit einer sehr stark veränderten Umgebung umzugehen, uns resilienter zu machen. Nassim Taleb sagt dazu Antifragilität, also wir müssen uns Krisen aussetzen können, ohne dass wir an ihnen zugrunde gehen, sondern mit dem Ziel, stärker zu werden, resilienter zu werden. Und das ist bedeutet eine Offenheit auch von Systemen, die wie gesagt nicht auf reine Wiederholbarkeit, auf fehlerlose Reproduktion ihrer Prozesse ausgerichtet sind, sondern reingehen in Krisen. Das ist schmerzhaft, das ist gegen unsere Mentalität, aber ich fürchte, ich glaube, wir werden zukünftige Krisen nicht lösen können, wenn wir dieses Maß an Agilität und Flexibilität auch in den Entscheidungsstrukturen nicht hinbekommen. Das ist tatsächlich nicht weniger als ein Evolutionsschritt für menschliche Gesellschaften. Herr Heimann, ich hätte eine Frage, die jetzt gerade auch in der Pandemie natürlich relevant war. Wir haben auf der einen Seite sehr klar gesehen, wo die Grenzen waren, wo aufgrund von nicht gutem Organisieren von Verwaltungen oder was auch immer Dinge nicht gemacht wurden. Andererseits haben Sie das ja eingangs auch gesagt, sind wir durch die Pandemie ja gar nicht so schlecht gekommen, besser als andere. Gibt's nicht, also wie gehen Sie mit dem vermeintlichen Befund um, dass wir Deutschen eigentlich in vielen Bereichen, auch in der Verwaltung, aber auch in der Industrie, oft nicht die schnellsten sind? Also sind jetzt nicht, das spricht Sie vielleicht als Start-up-Experten an, wir sind jetzt in der Regel nicht wie die sozusagen die Spitze, an der Spitze dabei sind, aber wir wissen das sehr gut umzusetzen dann nachher und die Autoindustrie hat das dann zum Beispiel alle moderneren Digitalisierungen und so weiter dann eigentlich ganz gut hinbekommen. In der Verwaltung möglicherweise ähnlich. Ist unsere deutsche Gründlichkeit nicht einfach so, dass wir langsamer sind, gründlicher sind, länger überlegen und länger brauchen, dann aber die Sachen auch ordentlich machen? Wie bauen Sie wenn Sie die Diagnose teilen, in Ihr Gedankengebäude ein? Also muss man nicht auch aufpassen, dass gewisse Dinge, die vielleicht langsam wirken, auch gut sind, weil sie einfach dann durchdacht sind? Also ich glaube, dass die Diskursfähigkeit in Deutschland ausgesprochen besser ist als in anderen Ländern. Also wir halten auch unterschiedliche Meinungen gut aus. Und eines der Dinge, die ich mir so habe nicht vorgestellt, bevor ich Bundestagsabgeordneter bin, wir kommen ja immer in Delegationen anderer Parlamente, jetzt in Corona natürlich weniger. Und eine der Hauptfragen ist, und zwar egal, ob Sie jetzt mit britischen, französischen oder amerikanischen Parlamentariern reden, ist, wie macht ihr das eigentlich mit euren Koalitionen? Also für uns sind die anderen Feinde und wir kooperieren nicht mit denen. Wir wollen die besiegen.
Das ist der Wettbewerb. Und mal gewinnen wir, mal verlieren wir, das wissen wir. Aber eigentlich finden wir das ganz komisch, dass ihr mit anderen Parteivertretern irgendwie gut umgehen könnt. Und das ist etwas, was in Deutschland, glaube ich, wirklich besser ist, dass wir den, also wir zelebrieren den Diskurs ja in bestimmten Fällen, in bestimmten Bereichen, ja. Nicht? Also wenn ich weiß nicht, wie viele, ich habe es ja nicht mehr gezählt, aber wir haben bestimmt 50 Diskussionen jetzt vor der Wahl zu unterschiedlichen Themen und in meinem Wahlkreis, wo dann immer 5 Parteivertreter auf dem Podium sitzen und wir das alle ganz gemütlich austragen und man dann auch feststellt, dass wir über der Hälfte der Themen einer Meinung sind. Das ist eine deutsche Stärke, die natürlich nicht das Thema Tempo bedient und das Thema Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, das Thema Anpassungsfähigkeit ist in Deutschland unterentwickelt und das kommt uns angesichts der Tempoerhöhung, das sehe ich ganz so wie Herr Völkel, nicht zugute. Also das haben wir schon immer so gemacht, das war noch nie anders, ist halt nicht nur ein scherzhafter Satz, sondern der hat ja einen wahren Kern. Ich glaube, wir sind uns einig, auch Herr Föppel und ich, wir haben in dem Buch ein Kapitel, das heißt datenbasierte Politik und ein zweites, das heißt der lernende Staat. Also in den beiden Dimensionen sind wir eindeutig einer Meinung. Das Thema Agilität, wir sind auch einer Meinung, es ist vor allen Dingen ein kultureller Wandel. Deswegen habe ich angefangen zu sagen, wir müssen über die 4,7 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst reden. Kultur geht nur über Menschen, das können Sie ja nicht irgendwie, können Sie weder in Gesetze schreiben noch sonst was. Es gibt noch eine ganze Reihe, wir haben ja nicht umsonst 103 Vorschläge gemacht, Dinge, die man aus unserer Sicht ändern müsste. Aber ich glaube, das wird jetzt zu lange, sie alle aufzuzählen. Ich bin nur in einer Frage, habe ich darüber nachgedacht, ob ich das eigentlich auch so sehe. Gibt es heute wirklich mehr Marktversagen als früher? Also wenn ich mir die Geschichte der Wirtschaftskrisen angucke, dann sind wir eher sehr viel langzyklischer. Und diese Krisen sind ja immer durch Marktversagen entstanden. Ich glaube, wir haben ein enormes Problem, die Wirtschaft zu lenken, weil die Wirtschaft sich in einer Preisklasse schnell weiterentwickelt, dass die Politik, die sie steuern soll, kaum hinterherkommt. Also die ist halt unglaublich schwierig. Also ich habe heute Morgen ein Interview mit Herrn Baumann gehört, heute Morgen um 7, dem Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG. Der mit seinem Abenteuer da Glyphosat zu kaufen, sagen wir mal, haben wir alle das Gefühl gehabt, weiß ich nicht so genau. Jetzt hat er heute Morgen erklärt, er wolle als Firma weltweit nicht nur selber bis 2030 klimaneutral sein, das sei eigentlich die einfachere Aufgabe, sondern er wolle in der Agrarwirtschaft weltweit alle seine Kunden bis 2030 mit befähigen, in dem Bereich, wo sie mit denen arbeiten, also mit Bayer arbeiten, 30% CO2 in der Landwirtschaft, was ja ein sehr dickes Brett ist, zu reduzieren. Da habe ich mir dann gedacht, naja, also die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft ist halt unfassbar schnell. Also die Idee, wir würden der Politik sagen, es fordert keiner, auch die Grünen nicht, dass wir in der Landwirtschaft insgesamt um 30% die CO2-Emissionen bis 2030 reduzieren, das halten alle politisch für undurchführbar. Also deswegen bin ich jetzt bei Ihrer Frage, gibt es eigentlich mehr Marktversagen? Weiß ich nicht, ob das stimmt, als früher. Also wirtschaftshistorisch, ich bin kein Experte dafür, Sie vielleicht ja eher, Sie sind ja Ökonom, ich nicht. Aber also meine Beobachtung ist das jedenfalls nicht. Ich will das vielleicht kurz erläutern. Ich glaube, Sie waren nicht da, als ich die Beispiele genannt habe. Also ich glaube, wir haben ein höheres Ausmaß an externen Effekten. Ich weiß, einige sagen, wir haben nur noch externe Effekte. Das geht mir natürlich zu weit. Aber ich glaube, wir haben schon globale Externalitäten unseres Verhaltens, räumlich wie zeitlich, die ein höheres Maß an Staatstätigkeit erfordern oder an Regulierung, um diese Dinge zu internalisieren. Zweitens, ich glaube, wir haben es sehr stark auch mit natürlichen Monopolen zu tun. Wir haben Plattformen, die schnell wachsen, die in Teilen sich monopolisieren und in Teilen natürlich auch sogenannte natürliche Monopole sind. Damit müssen wir umgehen. Also es gibt neue Phänomene, denken Sie an den Aufbau neuer Infrastruktur, nicht? Das löst auch nicht da allein der total Ihrer Meinung. Also in der Transformation haben wir jetzt, glaube ich, in Kernfunktion eine ganz bedeutsame Funktion des Staates.
Und in diesen Funktionen muss der Staat, glaube ich, jetzt auch stark gemacht werden und Handlungsfähigkeit zeigen. Das heißt nicht, und das stört mich manchmal an den Diskussionen, dass wir so eine Dichotomie haben. Die einen sagen, der Staat kann fast alles, und andere sagen, der Staat kann fast nichts und die Märkte können fast alles. Ich glaube, dass wir umgekehrt auch natürlich die Märkte brauchen. Wir wissen wenig über die Zukunft, und Hayek sagt ja so schön, Märkte sind ein Verfahren, dezentrales Wissen überhaupt nutzbar zu machen, über tausendfache Aktivitäten. So, das ist von unschätzbarem Wert, und deshalb, glaube ich, brauchen wir beides. Wir brauchen einen in den Kernfunktionen handlungsfähigeren Staat, als wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, auch durch einen Rückbau. Das war in einigen Bereichen, glaube ich, auch nicht hilfreich. Und umgekehrt brauchen wir tatsächlich, und das ist aus meiner Sicht überhaupt gar kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, darin liegt diese Komplementarität, brauchen wir wieder echtes Unternehmertum. Wir haben in den letzten Jahren zu viel Management in Unternehmen gehabt, nicht? Also inkrementelle Prozesse irgendwie besser oder inkrementell besser machen und so weiter. Und wir brauchen wieder echtes Unternehmertum, was sich im schumpeterschen Sinne wirklich mit neuen Lösungen befasst. Und diese Form des Unternehmertums, einem solchermaßen definierten Staat an die Seite zu stellen, ist, glaube ich, auch wirtschaftshistorisch sehr gut dokumentiert, dass das in diesen großen Phasen der Transformation, der gewaltigen Umbrüche, die beste Kombination ist. Ich habe das vorhin erwähnt, Acemoglu hat darüber ja sehr stark gearbeitet und hat gesagt, diese Komplementarität ist es und nicht diese, weil es gibt kein substitutives Verhältnis zwischen Staat und Markt, sondern sehr stark komplementär ist. Und das ist umso wichtiger in diesen Phasen der Übergänge. Also da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich hätte das jetzt nicht mit der Überschrift Marktversagen beschrieben, weil das Google, Amazon, Apple, Facebook Monopole sind, gegen die wir dringend regulativ vorgehen müssen, ist meine tiefe Überzeugung. Ich würde das nur nicht, die haben ja nicht versagt, sondern die haben einfach eine Gelegenheit eines neu entstandenen Marktes genutzt. Der Markt führt private natürliche Monopole unreguliert, führen halt nicht zu effizienten Ergebnissen. Das ist klar, aber das ist ja immer schon so gewesen. Ja, wir hatten eben mit den Rockefellers auch ein Ölmonopol und wir hatten ein Telekom-Monopol, das die Amerikaner schlicht zerschlagen haben in beiden Fällen und wir wissen, zu Recht zerschlagen haben. Nun ist jetzt im Digitalen das Zerschlagen, glaube ich, nicht die Antwort, sondern die Antwort ist eine Datenteilungspflicht, die Antwort ist ein Konnektivitätszwang. Also wir müssen, das ist eigentlich relativ einfach, aber politisch wird das ein schweres Stück Arbeit. Es gibt ja den Digital Market Act der EU, die das Thema ja aufgreifen. Die Sanktionen, also die Beschreibung der Marktbeherrschung, finde ich eigentlich ganz gelungen in diesem Gesetzentwurf. Die Gatekeeper-Funktion, ne, die da beschrieben wird. Ja, aber die, ich finde, die Rechtsfolgen müssen natürlich noch viel dramatischer werden, als da drin steht. Also der ist ein bisschen Wattebausch werfen, wird es nichts. Also da muss man schon ausmachen. Volle Zustimmung, das ist halt ein Punkt. Ich glaube nur, dass wir grundlegend neue Phänomene versuchen, mit alten Instrumenten in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das muss scheitern. Also allein der steuerpolitische Versuch, so etwas wie digitale Wertschöpfung zu erfassen, scheitert. Deshalb glaube ich, brauchen wir tatsächlich in Teilen auch eine neue Systematik. Also die Wirtschaftszweigsystematik beispielsweise, die wir immer noch benutzen, nicht? Das gehört in die Branche, das gehört in die Branche, das funktioniert halt so nicht mehr. Und wir bilden etwas ab in Statistiken, in amtlicher Statistik, aber auch in Verwaltung, was es so gar nicht mehr gibt. Und wir müssen, glaube ich, die Verwaltung anpassen an eine veränderte Realität. Also absolut, etwa die steuerpolitische, die steuerrechtliche Erfassung von Wertschöpfung, die sozialpolitische Erfassung von sozialen Phänomenen. Das passt nicht mehr. Also die Verwaltung ist sehr industriell geprägt, nicht? Also Silos sehr stark sozusagen. Nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Gesetzgebung. Also ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, aber das Problem fängt schon bei der Gesetzgebung an. Wir sind in 16 Ausschüsse geteilt, an 16 Haupt, sozusagen, wir nennen das federführende Ausschüsse aufgeteilt, die überhaupt nicht interdisziplinär organisiert sind, einfach null. Und
und wenn wir was Interdisziplinäres haben, dann machen wir eine Enquete-Kommission. Die braucht 4 Jahre, schreibt 800 Seiten zusammen, keiner liest es. Mit deutscher Gründlichkeit muss jeder Aspekt und jedes Argument, das damals erwähnt worden, auch irgendwie da drin vorkommen in dem Bericht, mit der Folge, dass sie überhaupt nichts mehr verstehen. Also wir haben ja so künstliche Intelligenz-Enquete-Kommission gehabt. Was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen? Kann eigentlich keiner wirklich zusammenfassen. Ja? Wir haben überhaupt gar kein Instrumentarium, um auch da besser zu werden. Und unklare Gesetzgebung wird im Zeitalter von Digitalisierung halt auch viel härter bestraft. Und wir haben natürlich ganz oft unklare Gesetzgebung, weil sie auf Kompromissen beruhen. Und wenn diese Kompromisse machen, dann in der Praxis unfassbar viele Probleme. Und alle Präsidenten aller Obergerichte beklagen das seit Jahren. Die handwerklich schlechte Gesetzgebung. Wir tun aber nichts dagegen. Also wir heften das als Sonntagsrede ab, nicken einmal gefällig. Vielleicht machen wir noch eine Diskussionsveranstaltung darüber und das war es dann an Konsequenzen. Politik und Verwaltung sind natürlich auch, das hat sich, glaube ich, auch in der Pandemie gezeigt, manchmal auch erschreckend weit weg von Lebensrealitäten, nicht? Also das haben Sie in Unternehmen auch, nur diese Unternehmen schreiben dann noch aus dem Markt aus. Also das habe ich in meinem Berufsleben auch schon ganz oft erlebt. Das ist in Unternehmen auch so. Nur da gibt es halt eine Reinigungsfunktion, aber irgendwie die Verwaltung kann nicht aus dem Markt ausscheiden. In Unternehmen gibt es das auch, aber Unternehmen handeln für sich. Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zur Verwaltung und Politik. Ja, deshalb glaube ich, ist schon diese Distanz zu, also man hat pauschal über Schüler gesprochen. Ne? Schülerinnen und Schüler sind entweder 6 Jahre alt oder 16. Das ist schon ein Unterschied. Auch die Instrumente bei den Hilfen, nicht? Die sind ja manchmal gar nicht angekommen, wo sie eigentlich hätten ankommen sollen und so weiter. Also handwerklich ist da auch vieles nicht gut gelaufen, weil man einfach die Betroffenheit Da ist der Datenschutz zum falsch eingeschätzt hat. Also wir brauchen natürlich ein Unternehmensdatenregister. Wir brauchen natürlich andere Datenerhebungen, um einfach mehr zu wissen über diejenigen. Und unser juristischer Grundsatz ist ein Riesenproblem in Deutschland. Unser juristischer Grundsatz, dass wir nur die Daten erheben dürfen, von denen wir vorher sagen, welche Auswertung wir damit machen wollen und welchen Zweck wir damit erfüllen und dass wir diesen Zweck auch nicht auf andere Weise erfüllen können, lässt jede Datenbevorratung nicht möglich lassen. Das ist aber Unsinn. Also aber so weit waren wir ja noch nicht mal. Also wir haben ja nicht mal die Daten gehabt, um vorher entscheiden zu können, zu welchem Zweck wir sie nutzen. Also aber eben genau, dürfen sie erst erheben und speichern. Das ist unser Datenschutzrecht. Und insofern hat Herr Kälber natürlich nicht recht. Wenn wir vorher im Gesetz sagen, wofür wir sie eigentlich brauchen, dann dürfen wir sie auch nur für diesen Zweck brauchen. Und wenn wir sie aber dann gar nicht erhoben haben, weil wir gar keine keine Gesetzesgrundlage dafür haben, dann können wir sie auch nicht auswerten. Und wir wissen doch bestimmte Korrelationen vorher gar nicht. Deswegen können wir auch nicht vorher im Gesetz sagen, diese Korrelation ist wichtig und deswegen wollen wir mal wissen, wie die Daten eigentlich aussehen. Dass Daten sozusagen auch etwas sehr Segensreiches im kollektiven Interesse sind. Das ist das Problem, das Sie vorhin zu Recht beschrieben haben. Wir sind sehr, sehr stark, also wir sind nach der Barbareien der Nazis, sind wir zu Recht ja das Pendel andershin ausschlagen lassen und haben gesagt, das Individualrechtsschutz kriegt eine ganz andere Priorität. Aber wir betrachten eben alles aus der Individualperspektive und nicht aus dem kollektiven Nutzen heraus. Das wurde früher eben immer nur bei Sicherheit diskutiert. Und dann wurde gesagt, maximale Sicherheit wollen wir nicht und brauchen wir nicht. Das ist wahrscheinlich auch richtig als Abwägung. Aber das betrifft eben auch ganz andere Rechtsgüter, die ganz mit Sicherheit zu tun haben, wie eben Gesundheit, Agilität, Tempo der Entscheidung, wirtschaftliche Prosperität. Alle diese Fragen setzen Handlungen des Staates voraus, die möglicherweise mit dem Individualrechtsschutz nicht, wenn wir die Erderwärmung nicht rechtzeitig stoppen, sind die Wirkungen ja erkennbar katastrophal. Aber wenn wir über ein einzelnes Windrad reden, dann reden wir über den Individualrechtsschutz der Anleger und der ist dann erstmal absolut. Und die Frage, das ist aber jetzt wichtig, dass hier Windräder gebaut werden,
spielt für die Abwägungsfrage in dem Einzelfall keine Rolle. Da kann jemand durch vier Instanzen erstmal klagen. Genauso bei Eisenbahnlinien, Stromtrassen und was wir sonst noch alles bauen müssen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Also wir definieren Ziele politischen und auch Verwaltungshandelns, aber die Instrumente haben wir halt nicht. Also das ist ja das, was wir in der Wirtschaftspolitik immer ständig in Augenschein nehmen. In welchem Verhältnis, in welcher Relation stehen die Instrumente zu den Zielen, nicht? Und mir scheint manchmal, wir begnügen uns mit der Zieldefinition, machen uns aber gar keine Gedanken über die Instrumente. Die sind aber ganz wesentlich natürlich, nicht? Und vor allen Dingen, ich meine, ich bin selber Jurist, habe auch Verfassungsrecht studiert als Wahlfach. Also ich bin, wir geben diese Instrumente aus Grundrechtsschutzen auch zum Teil nicht in die Hand, jedenfalls nicht schnell genug. Und eine Eisenbahn, die 30 Jahre dauert, und das ist ja keine Theorie, die erfüllt einfach ihr Ziel nicht mehr. Da hat das Verfahren sozusagen, das deutsche Verwaltungsrecht hat einmal in den 50er Jahren einen weit beklatschten Grundsatz eingeführt, nämlich zu sagen, wenn die Abwägung zwischen Einzelinteressen unklar ist, also was hat da eigentlich Vorrang? Dann wird das Verfahren zum Kern des Grundrechts. Das ist sozusagen die juristische Sichtweise darauf. Das heißt, wenn unklar ist, Eigentumsrecht, um jetzt irgendetwas zu sagen, ob das Eigentumsrecht so weit geht oder nicht, dann ist das Verfahren sozusagen der Ausfluss des Grundrechts. Wenn Sie das zu Ende denken, dann dauern alle Verfahren unendlich lang, weil natürlich in ganz vielen Fällen Eigentumsrechte betroffen sind, deren Drittwirkung wir sehr hoch ansehen. Deswegen ist es auch die Debatte, dass wir eine Impfpflicht einführen, die ist unter dem jetzigen Grundrechtsregime aus meiner Sicht in Deutschland nicht einführbar rechtlich. Also ob sie richtig ist, ist nochmal eine andere Frage, aber sie wäre gar nicht einführbar. Deswegen brauchen wir die Frage rechtlich nicht zu diskutieren. Wenn wir aber 95% der Leute geimpft hätten, also nur die nicht, die man nicht impfen kann aus medizinischen Gründen, dann hätten wir ein erhebliches höheres Freiheitsniveau wieder zurück. Ich will zum Schluss eines noch ganz kurz ansprechen. Sie haben sozusagen in dem gesamten Gedankengebäude so als Prä auch eben gesetzt, dass es nicht am Geld liegt. Jetzt wollen Sie ja auf der anderen Seite auch einen Kulturwandel, sozusagen, dass da auch agilere, dynamischere Menschen sind, dass man die dynamischer macht. Gehört aber möglicherweise auch dazu, dass man entsprechend Menschen anzieht, auch in die Verwaltung. Jetzt ist das Image der Verwaltung ja nicht so, dass ein hochqualifizierter, dynamischer Ingenieur oder was auch immer unbedingt in die Verwaltung will. Muss man da nicht dann doch auch mehr Geld bieten? Ja und nein. Also ich würde den Satz, es scheitert nie am Geld, den würde ich nicht unterschreiben. So war es auch nicht gemeint. Aber es ist nicht die final begrenzende Ressource, auch nicht bei der Gewinnung von Mitarbeitenden, weil ich jedenfalls sehr viele Menschen kenne, die sehr gerne für den höheren Wert arbeiten und dafür Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, zumal sie eine gewisse Sicherheit kriegen, die auch nicht, aber die Sicherheitsgleichheit ist entscheidend. Aber sozusagen die Selbstverwirklichung hat zugenommen und die fehlt auch, für was stehe ich morgens eigentlich auf? Und da ist für die öffentliche Sache aufzustehen schon ein erheblich intrinsischer Faktor und auch auf den sollten wir auch setzen. Ich habe ja mal 12 Jahre in einer Kinderhilfsorganisation gearbeitet, Save the Children, die international sehr groß ist. Die zahlt signifikant schlechter. Also jeder Buchhalter ist da deutlich schlechter bezahlt als in der Wirtschaft, weil man ja immer von Spendengeldern sagt, also dieser Euro geht nicht an das Kind nach Äthiopien, sondern zu dir in deinen Gehaltssäckel. Deswegen hat man da ein kulturelles Problem. Es ist überhaupt kein Problem, auch in Zeiten des Fachkräftemangels, gute Leute für diese Organisation zu gewinnen. Das war nie ein Problem. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht nur über den Geldfaktor
Das stimmt, aber ich glaube, wir müssen dann auch, ich stimme zu, aber dann haben wir, glaube ich, auch ein Auswahl-, ein Selektionsproblem. Also ich glaube, dass absolut. Sehr stark... Das habe ich ja vorhin, wir haben ein absolutes Selektionsproblem. Sehr stark nach Selektieren nach den falschen Kriterien, eindeutig. Wird. Und wir alle wünschen uns ja, der Name fällt jetzt ja auch zu Recht und nicht ohne Grund jetzt immer häufiger, eine Figur wie Helmut Schmidt, der irgendwie in der Lage ist, Dinge auch politisch zu entscheiden, irgendwie zu managen, so dass diese Fähigkeit fehlt erkennbar. Das hat, glaube ich, etwas mit aber Sie reden Auswahl, über politische Personal. Das ist nochmal ein Sonderproblem. Ja, absolut. Das ist auch ein großes Problem. Aber wir reden ja jetzt über die 4,7 Millionen Beschäftigten, die nicht politisch angestellt werden, sondern die nicht richtig gefördert werden, die nicht rotieren, die keine Perspektivwechsel bekommen, die Master in Physik haben, aber gesagt bekommen, sie müssen in gehobenen Dienst und nicht in höheren, weil ihnen die Beamtenlaufbahnfähigkeit fehlt, ist absolut absurd, was wir da machen. Ja, natürlich brauchen wir diverse Eingestellte geben. Herr Vöbel hat einen Anschlusstermin. Ich glaube, alle. Ja, alles gut. Alle. Ich habe gerade gesagt, dass ich noch ein bisschen brauche. Ja, nee. Wir sind ja auch am Ende, wir haben gesagt, 10 Uhr, auch für Sie, dass wir bedanken uns ganz herzlich. Also das war sehr schön, sehr informativ, sehr anreichernd. Und wir schließen unsere Reihe nach jetzt insgesamt 5 Ausgaben mit dem, wie ich finde, guten Schluss auch, dass es uns gelungen ist, die ganze Zeit keinen Wahlkampf einfließen zu lassen. Also sagen wir mal, bis auf die kleine Spitze Annalena Baerbock ist das heute auch sehr gut gelungen. Und das war ja, wir haben sie auch gelobt. Nicht negativ erwähnt, ich habe es positiv erwähnt und das meinte ich auch so. Ja. Nee, sehr schön, vielen Dank, Herr Heilmann, dass Sie die Zeit sich genommen haben, so kurz vor der Wahl hier uns zur Verfügung zu stehen, beziehungsweise Ihre Gedanken. Ich hätte viele gute Gründe, warum die Leute doch CDU wählen sollen, die könnte ich auch erwähnen. Ich glaube, dafür gibt es viel bessere Foren als unseres. Egal. Wir lassen das jetzt dabei und wünschen erfolgreiche Tage, wie wir allen Kandidaten erfolgreiche Tage wünschen. Ja, sind da ganz neutral. Und vielen Dank, Herr Vöbel, dass Sie dabei waren und das beigetragen haben, Ihre Sichtweise beigetragen haben. Ich glaube, das war fachlich auf sehr hohem Niveau und hat auch viele Erkenntnisse noch gebracht. Dann einen schönen Tag noch, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich danke. Tschüss in die Runde. Tschüss.